Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wiggles. Wir machen hier gleich weiter, ist die gleiche Aufnahmesession wie von der letzten Folge. Okay, hier muss ich wieder ein bisschen aufstocken am Essen. So, wir sind dabei, wir haben gerade eine Höhle gebaut. Wir haben zwei neue Baby-Wiggles bekommen, die ich versucht habe zur Schule zu schicken. Noch sind sie hier allerdings nicht angekommen. Genau, und hier wird fleißig eingetütet. Denn ich habe jetzt das Industriewohnzimmer, das ich irgendwo versuchen werde aufzubauen. So, das soll jetzt aber hier unten rein, in die Höhle, die ich jetzt gerade gebaut habe als letztes. Das ist noch nicht abgebaut, das sollte auch passieren. So, dann überlege ich jetzt ganz stark, wo ich das hinmache, das Wohnzimmer. Am besten wäre ja hier, aber jetzt ist die ganze Brauerei dafür abzureißen und die Farm halte ich für schwierig. Allerdings hatte ich, glaube ich, noch eine Brauerei. Da ist eine Bar, da ist die Brauerei. Habe ich noch auch eine Farm? Ich glaube nicht. Da haben sie das Industriewohnzimmer reingetütet. Ich glaube, ich werde das so machen. Brauerei. Ich glaube, ich werde die hier aufbauen lassen. Reicht jetzt allerdings noch nicht vom Platz her. Frage ist denn, ob ich die Farm denn da noch reinkriege. Ich vermute fast nicht. Wie groß ist so eine Farm? Schwierig. Schwierig, okay. Ist dann doch nicht so eine gute Idee. Scheiße, verdammt. Ah, wo mache ich das hin? Wo mache ich... Ich habe keinen Plan gerade. Aber hier unten... Weiß ich nicht, das ist so weit weg vom Schuss. Ich könnte... Obwohl, ich könnte hier noch eine Brauerei hinstellen, weil... Obwohl, eine Brauerei braucht Pilze und nicht... Nicht das beides. Also nicht Hamster und keine Würmer. Also macht es auch nicht Sinn, die Brauerei hier unten hinzustellen. Wo wir tendenziell hier zwei Pilze hätten. Oh, das ist echt eine Aufgabe. Puh. Wo ich gerade nicht wirklich weiß. Kriege ich hier noch eine Höhle hin? Das ist ja so eine ganz kleine. Ich meine, ich könnte die Tür ja eh abreißen, die bringt jetzt hier überhaupt gar nichts. So, dann könnten wir hier theoretisch jetzt noch eine Höhle hinstellen. So. Und dann werden wir wieder alle arbeiten lassen, die jetzt gerade nicht Arbeitszeit haben. Die müssen hier wieder ran. Und die Höhle kloppen. So. Okay, jetzt hat es gerade gewechselt. Wunderbar. So. Okay. Okay, der eine wird hier unterrichtet. Und wo ist jetzt bitte Johannes? Der ist immer noch da. Wieso geht der nicht auch in die Schule? Da können doch, da sind doch mehrere Bänke. Kann mir nicht erzählen, dass der da nicht hinkommt. Wo ist er wieder? Hallo? Wo ist der hin? Und verwirrt. Ach, der ist da. Der bewegt sich irgendwie kein Stück. Jetzt. Ich weiß nicht, ob das so klappt. Ich probiere das jetzt einfach so auf die Art und Weise. Dann kann er hier oben mal rumtouren. So. Ist hier, hier wird gearbeitet, auch gut. Hier ist noch eine Baustelle. So, dann darf ich meine Kiepen nicht vergessen, die jetzt hier noch stehen. So nach und nach. Da ist die Tür eingepackt worden. Ey, wie lange braucht ihr denn hier, um das einzubauen? Einzubauen, das ist... Ich finde hier wieder irgendwelche komischen Sätze.
Ja, jetzt arbeiten sie halt echt viel. So kommt jetzt Johannes auch hier mal an. Eieiei. So, mal gucken, ob er jetzt schnallt, dass er in die Schule soll. Bin mir nicht so sicher. Er dreht sich noch ein paar Mal. Okay, jetzt läuft er wieder zielstrebig. Ich denke, das hat funktioniert. Okay, ich glaube, er geht zur Schule. So, und hier haben wir das auch eingepackt. Ich gehe doch weiter weg. Ich kann die Kisten nicht auswählen. So. Das will ich jetzt einfach hier mit reinstellen. Wird's grün? Es wird grün. So. Und dann noch. Wie machen wir es jetzt? Huhuhuhuhu. Wie machen wir das jetzt? Ich habe ja noch eine Küche. Vielleicht mache ich einfach eine andere Küche erstmal hier mit rein. Ja, dann verlagert sich das ja hier hin. Und dann mache ich hier dieses Wohnzimmer hin. Ich probiere das jetzt einfach mal, obwohl das echt blöd ist, weil dann die Bar so weit weg ist. Ist irgendwie nicht optimal. Ist überhaupt nicht optimal. Aber ich habe ja hier auch noch vielleicht. Okay, vielleicht lagere ich das alles komplett um. Moment, ich habe hier noch eine Küche irgendwo gehabt. Diese hier. So, die mache ich am besten hier hin. Oder hier hin? Ich mache die hier hin. So, Küche dahin. So, dann hatten wir noch eine Brauerei. Diese hier. Passt die? Die passt hier auf jeden Fall nicht mit rein, glaube ich. Mache ich die einfach hier hin? So. Und dann muss ich dieses Industriewohnzimmer. Dieses da. Das ist ja echt groß. Ach so, ich sollte das ja erstmal auspacken. Das passt nämlich hier so nicht rein. Das muss dann halt hier oben hin. So passt es überhaupt nicht. Irgendwie passt es nur so. So, schauen wir mal, wie das laufen wird. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren das einfach mal aus. So, und jetzt gucke ich nochmal hier. Die Babys, die sitzen beide da. Sehr schön. Und kriegen auch einen Lehrer. Sehr gut. Die Geräusche. Schön, schön. So, und da haben wir jetzt alles, was wir so großartig machen konnten, auch gemacht. Das Theater gefällt mir hier auch nicht. Das werde ich nochmal eintüten, da es ja eh nicht läuft. Das Theater, das möchte ich hier irgendwie mit reinkriegen. Vielleicht neben der Küche. Vielleicht mache ich das einfach neben die Küche. Ach so, neben der Brauerei. Ich brauche doch eine Bar noch. Wenn die Bar jetzt so weit da unten steht, ist doch auch blöd. Bar. Aber die passt doch nicht mehr da unten mit rein. Habe ich hier nicht eine Küche hingestellt? Kommt da jetzt einer und baut die? Sonst irritiert mich das. Mache ich jetzt hier einfach die Bar hin. Mache ich jetzt einfach. Schauen wir mal, wie das so laufen wird. Oh Gott, ich wiederhole mich. Was ist mit meiner Küche passiert? Sie ist weg. Wird sie aufgebaut? Aber ich sehe keinen. Und hat die wieder einer eingesteckt und. Ist nicht fertig geworden. Tormod. Er hat die Küche. Oder er packt die Küche jetzt ein? Nee, er hat doch die Küche hier. Was macht er denn jetzt? Jetzt packt er erstmal die Brauerei aus. Oh, Junge. Nicht dein Ernst. Ohne Witz. Dann mach lieber gar nichts. So, dann mache ich das jetzt nochmal neu. Ich will sicher gehen, dass es auch gemacht wird. Und zwar so, wie ich das möchte. So. Mal gleich mal klarstellen hier.
Okay, da stehen zwei Kiepen. Ich kümmere mich jetzt nochmal um die Kiepen. So, irgendwo hier unten. Ich habe mir natürlich nicht gemerkt, wem noch was fehlte. Clarissa. Was machst du? Egal, was du machst, hör auf damit. So. Das Laufrad hier steht völlig unnütz mittlerweile. Na los, Clarissa. Hopp, hopp, im Galopp. So, schmeiß ab und nimm dir bitte eine neue. Rosalie hat. Morgan hat auch. Elmar ebenso. Ines. Was macht Ines? Auch Freizeit. Na, dann komm mal her. Pack die da hin. Ach, da oben bist du gleich gewesen. So, sie ist auch da. Na, komm. So, und schnapp dir bitte diese und dann müsste ja eigentlich noch eine dritte da stehen, oder? So beieinander, dass ich das nicht sehen kann. Nee. Habe ich nicht vier in Auftrag gegeben? Ich bin verwirrt. Oder habe ich jetzt echt nur noch einen, der eine große Kiepe braucht, das wäre Mats. Ja, und natürlich die beiden Babys, aber gut. Ihr habt keinen Lehrer. Keine Zeit. So, wird sich hier um. Ach ja, okay, hier bauen sie die Bar erstmal auf. Die werde ich allerdings noch nicht in Betrieb nehmen. Da muss erst hier noch die Brauerei angefertigt werden. So, was haben wir da oben an Bier? Okay, das können sie noch machen da. Dann wird hier unten oben der Bierbetrieb eingestellt. Hier ist schon wieder einer sehr deprimiert. Lane. Oh. Warum? Stimmung, ja. Scheiß Stimmung, kenne ich. Kenne ich nur zu gut, hatte ich gestern erst. Boah, das knarzt hier. Okay, was machen meine Arbeiter gerade? Also die, die jetzt Arbeitszeit haben. Barbetrieb. Unterricht. Brauerei. Braut Bier. Der macht gar nichts. Und auspacken, Brauerei. Emanuela. Doch, du machst doch was. Du erntest. Und jetzt transportierst du Hamster, also kochst du bestimmt. So, und irgendeiner baut hier was auf. Nee, das war Tasso, ne? Tasso macht die Brauerei hier unten. Die wir dann auch gleich in Betrieb nehmen. Gut, ich könnte jetzt alle mal gleichzeitig auf Betrieb stellen, aber da muss ich alles wieder umstellen. Oh, das ist voll anstrengend immer. Habe ich jetzt irgendwie keine Lust, da warte ich lieber, muss ich ehrlich sagen. Freut er sich echt darüber, dass er viel zu erledigen hatte? Oder ist das sarkastisch gemeint? Oder ironisch? Ich bin verwirrt. Ironisch heißt das, ne? Ah, du, das geht mir so oft, dass ich arbeiten muss, obwohl ich eine Stinklaune habe. Und ich merke gerade, ich krieg Hunger. Ich muss bald wieder was essen. So, nun, 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 nun. Okay, da unten wird gearbeitet, auch trotz Stinklaune. Also Tasso hat auch eine verdammt miese Laune. Stimmung 23. Tja. Was soll ich dazu sagen, ne? Was muss, das muss. Ach, wisst ihr was? Ich mach das jetzt trotzdem doch. Dass die jetzt mal alle arbeiten, auch wenn es kacke ist. Dass ich wieder alles umräumen muss, also umstellen muss. Zack, 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 zack. Einfach damit wir jetzt hier schneller vorankommen. Wir haben viele Aufgaben jetzt und es ist, glaube ich, auch echt sinnvoller, das so zu machen.
zu weit. Kriege ich das eigentlich? Ah ja, ich kann das mit dem anderen. Ha! Mit der anderen Maustaste auch machen. So. Alle mal ein bisschen arbeiten. Dann werden sich die mit schlechter Laune ja richtig freuen gleich. So. Und Mats. Rosemary, bist du etwa schon groß geworden? Wow. Verdammt. Das, da muss ich mich dann aber in der nächsten Folge drum kümmern, um sie auszustatten mit Waffe und Keeper und so weiter. So, Johannes, du bist ja noch ein Baby. Okay. Okay, jetzt haben alle mal eine Weile gleichzeitig Arbeit. Oh, verdammt, er protestiert. Er hat keinen Bock auf Arbeit. Kann ich nachvollziehen. Okay, dann... Wer bist du denn? Tasso. Ja, okay, dann protestieren wir einfach mal weiter. So. Schauen wir mal, was die jetzt alle so treiben. Grillpilz. Der macht gerade nichts. Unterricht. Nicht. Auch nicht. Barbetrieb. Kisten einlagern. Nicht. Ah, packt Mittelalterküche aus. Sehr gut. Training ist auch nicht verkehrt. Packt die Ader ein. Mhm. Macht Holzkiepen. Also der überwiegende Teil macht ja wirklich was. Industriewohnzimmer wird ausgepackt. Endpilze. Ja, ist so halb-halb, würde ich sagen. Entschuldigung. Oh, da protestiert noch jemand. Oder demonstriert, was auch immer. So, hier sehe ich aber noch keinen. So. Wo bleiben die, die jetzt aufbauen, frage ich mich. Hier vielleicht einer? Okay. Oh, ich muss ständig husten. Verdammt. Es ist so schlimm, wenn man erkältet ist und trotzdem aufnehmen will. Ach, und das, wenn man zu viel labert, ist das immer kacke eigentlich. Für den Hals und so. Aber egal. Es macht halt so einen Spaß. So. Und er hier, oder sie, macht das Wohnzimmer auf. Das bin ich auch gespannt. Ich meine, ein bisschen kann man schon erkennen. Hier, ne, so ein Liegestuhl mit Sonnenschirmchen. Warum man nochmal einen Sonnenschirm unter der Erde braucht. Oder in der Erde. In den Höhlen ist mir auch ein Rätsel. So, den Rest konnte ich jetzt nicht mehr sehen. Hier haben wir schon mal einen schicken Kamin. Liegt da rum. Ach so, wieder so ein Bettvorleger quasi. So ein Hamsterfell. Mhm, mhm. Interessant. Und hier wird schon mal gebraut. Sehr gut. Wenn hier ein bisschen Bier steht, dann mache ich die Bar hier auf. So. Mittelalterküche. Okay, ich möchte bitte, dass hier angefangen wird zu produzieren. So, dafür werde ich hier oben jetzt ausmachen. Zack, zack, zack. So, dann müsste sich das nach hier unten verlagern. Okay. So, was macht unser Wohnzimmer? Wow, mit Grammophon oder was? Wahnsinn. Kucksuhr, Bücher, Kamin, Sofa, ein Bügelbrett mit Bügeleisen. Schön, schön. Hm, ein kleiner Tisch mit ein paar Stühlchen, ein Blümchen. Ja, das hier weiß ich nicht. So ein kleines Regal halt. Hier sind auch ein paar Pflanzen mit ein paar Lichtern. Und hier der kleine Garten. Mit dem geilen Sonnenschirm. Ja, schön. Da bin ich hier mal gespannt, wie sie das hier annehmen. So, hier wird gebraut. Hier wird gleich gekocht. So, was macht mein Theater? Das ist eingetütet. So, Theater. Kriege ich dich hier noch hin?
Ich denke mal, da wird das nicht hinpassen. Ja, dann haben wir in der Folge echt viel geschafft jetzt. Ist zwar ein bisschen doof, weil ich jetzt doch wieder ein bisschen länger mache, als wie ich eigentlich wollte. Aber 1, 2, 3, 4, 5 gemacht werden muss es ja. So. Jetzt stelle ich die noch um. Und dann werde ich die Folge auch beenden. 3, 4, 5. 1. 2. 3. Verdammt. Ich war bei Ines, ne? War das jetzt 3 oder 4? Ich glaube 4, 5. Und die restlichen. 1. 2. 3. 4. Ja, 5, 6 dann halt. Wie gesagt, um Lane und Johannes, der jetzt auch groß schon ist, kümmere ich mich dann in der nächsten Folge. Hoffe ich, dass ich das nicht vergesse. Dass ich die halt neu ausrüste. Also neu überhaupt einrüste, überhaupt ausrüste, so rum. Ich rede schon wieder wirres Zeug, ne? Mit gucken, was die, ob die Schwert, Knüppel oder Schleuder brauchen. Und denen halt dann noch eine Kiepe verpassen. Ja, und jetzt will ich auch das Let's Play nicht weiter in die Länge ziehen. Vielen Dank also fürs Zusehen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ihr schaut im nächsten Mal wieder rein, wenn es hier weitergeht mit Wiggles. In dem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.